Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Aufgabe der StPO, der Strafprozessordnung, ist auf der einen Seite, den Rahmen für die strafrechtliche Sachverhaltsaufklärung zu bieten und auf der anderen Seite eben den staatlichen Strafanspruch zu wahren. Die Kollegin Beer-Losse hat richtigerweise herausgestellt, dass das dabei kein statisches Konstrukt ist, sondern ein funktionierender Rechtsstaat, der hat quasi die Daueraufgabe, dieses Regelungsgefüge an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Und ich denke, dass wir im Lichte dieser Daueraufgabe den heute hier zu beratenden Entwurf sehen sollten. Im ersten Block geht es um die Komponenten Verfahrensvereinfachung, Verfahrensbeschleunigung. Die Strafrechtler unter Ihnen wissen, dass es diesen Satz gibt, die Strafe soll der Tat auf dem Fuße folgen. Und ich glaube, bei diesem ersten Block können wir wirklich feststellen, dass dieser Entwurf durchaus gute Inhalte vorzuweisen hat. Wir sehen durchaus umfassende Änderungen im Befangenheitsrecht, denn wir müssen feststellen, dass gerade das Befangenheitsrecht in den letzten Jahren in der Praxis an der einen oder anderen Stelle zunehmend als Instrumentarium zur Verfahrensverzögerung missbraucht wird. Stellen Sie sich vor, ein Ablehnungsgesuch erst kurz vor Beginn der Hauptverhandlung. Nun wird vorgesehen, dass der Beginn der Hauptverhandlung damit nicht verzögert wird. Sie kann begonnen werden und aufgenommen werden bis zur Verlesung des Anklagesatzes, wenn der Richter abgelehnt wird und damit eine Verzögerung der Hauptverhandlung drohen würde. Und das Gericht kann zusätzlich dem Antragsteller eine Verpflichtung aufgeben, dieses Ablehnungsgesuch auch noch schriftlich zu begründen. Und wenn er diese Pflicht fruchtlos verstreichen lässt, dann wäre auch das ein Grund, der eine Ablehnung möglich macht. Ich halte das für eine deutliche Beschleunigung und eine deutliche Effizienzsteigerung des Verfahrens, wenn man sich mit der Praxis auseinandersetzt. Der zweite Punkt in diesem Feld Verfahrensbeschleunigung sind Änderungen im Beweisantragsrecht, die ich auch durchaus für zielführend halte. Auch hier stellen wir fest, dass Beweisanträge oftmals nicht mehr nur aus fester Überzeugung gestellt werden, sondern auch dort das Ziel ist, ein Verfahren in die Länge zu ziehen. Und deswegen sieht richtigerweise in meinen Augen der Entwurf nun die Möglichkeit vor, dass nach Ende der Beweisaufnahme der Vorsitzende eine angemessene Frist setzen kann, binnen derer weitere Beweisanträge gestellt werden können und danach eben nicht mehr. Und ich freue mich auch außerordentlich darüber, dass dieser Entwurf auch das Ermittlungsverfahren weiter im Blick behält, die Erscheins- und Aussagepflicht von Zeugen vor Ermittlungspersonen. Es ist durchaus richtig, wie der Kollege Sensburg gesagt hat, dass wir natürlich sehr punktgenau im weiteren Verfahren überlegen müssen, welche Konsequenzen stellen wir im Ergebnis daran. Aber ich glaube, die Daseinsberechtigung wird man einer solchen Regelung schon geben müssen. Das war nun der erste Block. Der zweite Block, den würde ich subsumieren unter der Überschrift Optimierung der Wahrheitsfindung. Die audiovisuelle Aufzeichnung, das wissen Sie, gibt es seit dem Jahr 1993 und die wollen wir in diesem Vorhaben ausdehnen. Es gibt jüngst eine Ausweitung in diesem Bereich aus Gründen des Opferschutzes. Auch das, glaube ich, ist hier in der Daseinsberechtigung unbestritten. Man muss einfach konstatieren, dass es Konstellationen gibt, wo es dem Opfer am Ende nicht mehr zumutbar ist, unter Anwesenheit des Täters dann bestimmte Schilderungen des Tathergangs zu machen und zu konkretisieren. Und nun gibt es den Grundsatz, eine audiovisuelle Aufzeichnung im Ermittlungsverfahren dann zu ermöglichen bei vorsätzlichen Tötungsdelikten und bei besonders schutzbedürftigen Personen. Auch hier glaube ich, das ist etwas, was wir dringend diskutieren sollten. Aber ich will zunächst noch die Vorteile skizzieren, bevor ich dann auch aufzeigen möchte, mit welchen möglichen Nachteilen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir uns schon auch auseinandersetzen sollten. Wir erhoffen uns, und da bin ich ganz beim Ministerium, eine Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung durch diese Regelung. Eine bessere nachträgliche Überprüfbarkeit, und das sollte auch im Interesse von Strafverteidigern sein, Kollege Ströbele, eine bessere nachträgliche Überprüfbarkeit
über die Einhaltung bestimmter Formalitäten. Und in einem Zeitalter, in dem sich digitale Möglichkeiten unendlich und schnell weiterentwickeln, glaube ich, spricht auch nichts dagegen, auch das moderne Strafprozessrecht anzupassen an die heutigen technischen Möglichkeiten. Und im Zeitalter der Terrorismusbekämpfung, im Zeitalter der internationalen Terrorismusbekämpfung, heiße ich es auch gut, wenn wir solche Mittel einsetzen, weil sie letztendlich beim internationalen Beweistransfer deutlich besser verwendbar und übermittelbar sind. Aber ich glaube, dass wir uns auf der Seite der Herausforderung, die eine solche Regelung bietet, schon auch die Frage stellen müssen, welche Risiken bildet eine solche Entwicklung. Und ich glaube, dass wir das auch im weiteren Beratungsverfahren bedenken müssen. Ich glaube, dass wir uns darüber im Klaren sein sollten, dass das Konfrontationsrecht des Angeklagten nicht ausgehöhlt werden darf. Es muss nach dem Grundsatz der Waffengleichheit immer möglich sein, dass der Angeklagte auch Zeugen in seinem Verfahren befragen kann. Und deswegen müssen wir mit Augenmaß entscheiden, wie viel können wir verlagern in eine mögliche audiovisuelle Aufzeichnung. Und der zweite Punkt, und da bin ich dem Kollegen Sensburg sehr dankbar, weil er mir dafür ein Stück weit die Augen geöffnet hat, ist natürlich schon die Frage, wenn wir heute das Revisionsrecht angucken, dann müssen wir einfach feststellen, dass es unglaublich komplex geworden ist. Wer sich in der Szene auskennt, der weiß es, dass es Strafverteidiger gibt, die eigentlich fast nur noch Revisionsexperten sind und andere, die sich Revisionsrecht gar nicht mehr zutrauen. So komplex ist es geworden. Und da müssen wir uns natürlich schon auch überlegen, ob solche technischen Möglichkeiten unter Umständen ganz neue Diskussionsfelder eröffnen im Bereich des Revisionsrechts. Insgesamt ein Gesetzentwurf, auf dessen Beratung ich mich im weiteren Verfahren freue, möchte aber an der Stelle schon sagen, es ist ja letztendlich das kleine Überbleibsel eines Projekts, das der Justizminister angekündigt hat, als eines der größten rechtspolitischen Projekte dieser Legislaturperiode. Ich persönlich bedauere ein Stück weit, dass es leider zusammengeschmolzen ist auf 10 Seiten. Ich will Ihnen auch noch mal sagen, dass die Union immer bereit ist, mit Ihnen über Strafprozesse alle Bereicherungen zu diskutieren und will Ihnen da ein Stück weit Mut machen. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen in diesem Verfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.